Ich stehe hier gerade im Auktionszentrum in Vechta. Hinter mir läuft die Springprüfung der 6-jährigen Youngstars. Neben mir der Präsident der Turniergemeinschaft Vechta, Arnold Fischer. Worauf freuen Sie sich denn besonders bei diesem Turnier? Also ich freue mich auf diesen Turnier, auf alle Reiter, die hier sind. Natürlich auf unsere ländlichen Reiter, die ja natürlich aus dem Kreise Vechta und Kloppenburg kommen. Und von der Seite, gut, es gibt keinen bestimmten, ist ganz klar. Auffahrt ist hier, die Olympiasiegerin, Stall Baerbaum ist hier, die sind alle hier und das spricht für unser Turnier. Das stimmt. Was gibt es denn für Besonderheiten hier beim Hallenchampionat, also eine besondere Prüfung? Also erstes Mal gibt es dieses Jahr das erste Mal die Mannschaftsdressur Kür, die A, wo der Pferdeanhänger, der auf der hinteren Ecke steht, an den ländlichen Reitern vergeben wird. Dann kommt die Fohnwertung dazu mit 2000 Euro. Das spricht wieder die Vereine an aus diesen Kreisen. Die kommen ja auch bis Ammerland, Wilhelmshaven. Also wir haben 21 Mannschaften, gigantisch, wo wir gar nicht mitgerechnet haben. Wir haben mit 10 Mannschaften gerechnet. Also von der Seite ist das schon hier interessant. Also, wie ihr seht, hier beim Hallenchampionat gibt es nicht nur einiges zu gewinnen, sondern auch einiges an hochkarätigem Sport zu sehen. Wenn ihr selbst mal vorbeischauen möchtet, dann habt ihr dazu noch am Wochenende Zeit. Bis am Sonntag laufen hier die Prüfungen. Viel Spaß dabei!